Patrick, es hat heute leider nicht gereicht, 0:0. Ihr habt aber den Sieg auf dem Fuß gehabt, zumal der Gegner ja ziemlich lange nur zu 10 auf dem Platz war. War es zu wenig für den Sieg? Wie fühlt sich das an? Ja, definitiv zu wenig. Wobei man sagen muss, wir haben dann auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich so viel investiert, um tatsächlich mit einem Sieg nach Hause zu fahren. Natürlich hat eine große Rolle auch der Platzverweis mit eingespielt, wo wir einfach schlecht ausgenutzt haben und haben sämtliches Tempo, was uns letzte Woche ausgezeichnet hat, auch vermissen lassen, sind eher in Bequemlichkeitsmodus gefallen. Und von daher müssen wir uns den Schuh selber anziehen, beziehungsweise uns das ankreiden, dass hier sehr viel möglich gewesen ist. Hätte sich auch tabellemäßig dann wieder was getan. Aber so müssen wir mit einem Punkt uns eben begnügen und dementsprechend dann versuchen, nächste Woche wieder mehr zu investieren. Fühlt sich wieder Niederlage an? Absolut, ja. Gut, was keine Niederlage ist, sondern was erfreulich ist, du hast vor kurzem verlängert. Kannst du mehr dazu sagen über die Hintergründe? Ja, gut, ich meine, der Weg geht in die richtige Richtung. Der Verein und ich sind uns im Prinzip über die Philosophie sind wir eins. Vorderrangig steht eben die Entwicklung. Wir haben sehr viele junge Spieler eben gepaart mit dem einen oder anderen Älteren. Von daher ist das ein Weg, den wir hier begonnen haben. Und das Erfreuliche ist dann eben durch die Verlängerung, dass wir den Weg auch weitergehen. Von daher, ja, passt soweit alles. Nach der Winterpause, in welchem Zustand ist die Mannschaft? Was meinst du? Ja, ich glaube, wir sind auch mit einem sehr guten Zustand aus der Winterpause gekommen. Wir haben während der Wintervorbereitung immer nur mit Kleinigkeiten zu kämpfen gehabt. Ob es Grippe war oder leichte muskuläre Probleme. Aber wir haben bis auf den Ali Dönmez, der sich bei einem privaten Kick verletzt hat, wären wir mit allen Spielern aus der Winterpause gekommen. Somit haben wir, glaube ich, das gut dosiert und auch die Kommunikation zwischen Spielern und mir, um da eben dementsprechend vorzubeugen, war nahezu perfekt. Das nächste Spiel ist das Heimspiel gegen Zuzenhausen. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Ja gut, was es für ein Spiel wird, das wird man dann sehen. Wir wollen uns natürlich optimal vorbereiten. Wir haben im Hinspiel, wir konnten viel mitnehmen aus dem Hinspiel, dazu lernen. Und werde dementsprechend natürlich auch uns vorbereiten auf das Spiel, dass wir da eben mit einem Heimerfolg unsere Serie eben ausbauen, ungeschlagen zu bleiben in der Rückrunde. Und dann werden wir mal sehen, was unterm Strich dabei rumkommt. Patrick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke, ebenfalls. Danke.